Ist der Koran für mich das reine Wort Gottes, dann ist er auch zugleich oder gerade als ein solches inkommensurabel, unnachahmlich, unübersetzbar. Aber dennoch die dynamische, pulsierende Mitte des Islams, was mich ästhetisch anzieht, was mir Sinn und Sinnlichkeit gibt in einem. Und gerade diese eigentümliche Art des Korans, das stets vorzutragende der Offenbarung Gottes, was meine ganze Religiosität sozusagen aufrechterhält, bildet das Islamische, das genuin Islamische. Was aber das Problem mit sich birgt, dass es schwer ist, dieses zu übertragen. Für einen zu erklären oder nachempfinden zu lassen, was der Muslim empfindet, was mit ihm geschieht, wenn er vom Koran spricht, wenn er den Koran vorträgt, wenn er sich als ein Mensch, der in Ergebenheit lebt, als Muslim im Sinne des Islams, überhaupt versteht. Mein ganzer Versuch, warum ich überhaupt diese Übersetzung mache, möchte gerade genau diese eigentümliche, auch durchaus seltsame Art des Korans zu übertragen. Dies scheitert natürlich, weil das Arabische natürlich ganz eigentümlich eigene Schönheit hat, aber die deutsche Sprache ist nicht weniger schön. Und das ernst zu nehmen und versuchen auch der deutschen Sprache auch zu vertrauen, dass sie wirklich viel mehr kann, als man meint. Und das versuche ich hier. Das hat Rückert versucht. Es ist nicht so gut wie bei Rückert natürlich, bei weitem nicht. Aber es geht in die Richtung. Das kann man vielleicht mit meiner Lieblingssure, die Sonne, das ist die 91. Sure, als Beispiel nochmal erwähnen. In dieser Sure gibt es am Anfang eine ganz eigene Spannung. Ja, es wird einiges hervorgerufen, gerade das Kosmologische, das Große, die Sonne, der Mond, der Tag, die Nacht, der Himmel, die Erde, um am Ende eine ganz bestimmte, feine Botschaft vorzutragen, die man auch ohne all dies machen könnte. Aber das wäre eben nicht der Koran. Der Koran will packen. Ja, und dann wird etwas vorgetragen, das man im Sinne des Ganzen verstehen mag. Und da ist es, was ich sehr schön finde, dass man diese Sure meines Erachtens auch nachempfinden kann, verstehen kann, wenn man gar nicht Arabisch kennt, sondern allein ihn hört, was da gesagt ist, oder wie das gesagt ist, was gesagt ist. Und zwar geht es darum, die Sonne, Aschams, was sehr hell klingt, also ganz Aschams, während der Mond ist Al-Qamar, Al-Qamar. Und es geht darum, dass die Sonne strahlend erhellt, im Glanze schreitet, tanzt, das ist das strahlend Erhellende, während der Mond ihr hinterher ist, ihr folgt. Ja, das ist das, was diese eigene Erfahrung, die wir alltäglich machen. Bei der Sonne, die strahlend erhellt, und bei dem Mond, wenn er ihr Schritt hält, hinter ihr, Schams. Bei dem Tage, wenn er glänzend funkelt, Jalla. Funkelt, Jalla, da wird eröffnet, da kommt die Strahlung. Und bei der Nacht, wenn sie dunkelt, Nacht dunkelt, Wallaylo iza yakhshaha, das ist genau das, was, wenn man es nur hinhört, da weiß man, es geht um etwas Dunkles, Verborgenes, Unheimliches vielleicht auch, beim Himmel und den, der ihn errichtet, und bei der Erde, der sie ausgebreitet, die Erde unten, da. Aha, das ist genau die ganz eigentümliche Weise der Spannung und vom Rhythmus des Korans.